Lesen wir mal die Zeitung. Ob ich das lesen sollte? Eieieiei. Naja, ich muss es ja wissen. Sherlock Holmes auf dem Anwesen der Marquise von Conningham. Ermittlungen enden in einem Fiasko. Gestern wurde der gefeierte Detektiv Sherlock Holmes in das Herrenhaus der Marquise von Conningham geladen, um im Anschluss an seine Ermittlungen zum Verschwinden der unschätzbaren wertvollen samoanischen Halskette seine Schlussfolgerung vorzulegen. Die Marquise hatte Holmes mit dem Fall betraut, nachdem die Polizei aufgrund der skurrilen Umstände im Zusammenhang mit dem Diebstahl hoffnungslos überfordert schien. Was nicht verwunderlich ist, schließlich war die Tür zum Zimmer, in dem das wertvolle Schmuckstück ausgestellt wurde, während des Diebstahls geschlossen. Die Bediensteten wurden in der Nacht von der Zimmerglocke geweckt und informierten gleich darauf den Marquis, der als einziger im Besitz des Schlüssels war. Als er die Tür öffnete, eilten alle in das Zimmer, um das Feuer zu löschen, das kurz davor ausgebrochen sein muss. Erst danach bemerkten sie, dass die Halskette auf mysteriöse Weise verschwunden war. Erstaunlich ist, dass sich vorher niemand in dem Zimmer aufgehalten haben konnte, da alle Fenster sowie die Türen geschlossen waren. Wie gewohnt gelang es Mr. Holmes, den Fall in kürzester Zeit zu lösen und die Halskette zu finden. Ich will Sie nicht mit Details zum Verschwinden der Halskette langweilen, liebe Leser, sondern gleich zu überraschenden Entwicklungen kommen, die der Fall anschließend genommen hat. Nachdem Mr. Holmes die Halskette in den Schrank gelegt und das Anwesen verlassen hatte, bemerkte der Marquis, dass es sich bei dem Schmuckstück lediglich um eine billige Kopie handelte. Auch wenn die samoanische Halskette eher schlicht gehalten ist, so gilt sie aufgrund ihrer seltenen Perlen dennoch als einzigartig. Die Perlen kommen lediglich in einem kleinen Lagunenabschnitt des Archipels gleichen Namens vor und Wissenschaftler führen ihre einzige Qualität auf die ungewöhnlich feste kristalline Struktur des Argonits zurück. Obala. Eieiei. Die unbezahlbare Halskette wurde Anfang des Jahrhunderts von Lord Fenton Airwick nach England gebracht und angesehenen Forschern und gleichzeitig Großvater der Marquise. Sie wurde als Brautgabe für die anstehenden Vermählungen und mit dem Duke auf Newcastle vorgesehen. Erlauben Sie mir eine einfache Frage. Sollten wir nicht mit aller Aufgeschlossenheit die Möglichkeit zulassen, dass die Halskette von Mr. Holmes persönlich gegen eine Fälschung getauscht wurde? Liebe Leser, natürlich bin ich dessen bewusst, dass diese Frage, wenngleich ich sie völlig verlustfrei vorurteilsfrei stelle, meine Güte, manch einen von Ihnen schocken mag. Aber die Faktenlage erscheint mir eindeutig und wir sollten unser Urteilsvermögen nicht von einer Bewunderung trüben lassen, die wir alle für diesen berühmten Detektiv hegen. Nicht zum ersten Mal berichtet der Global Export mit gewissen Vorbehalten über die Methoden von Mr. Holmes. Sicher erinnern Sie sich noch an unsere Berichterstattung über die Flucht von Arsène Lupin, dem französischen Gentleman, der sichtlich Spaß dabei zu haben schien, den Ruf unserer Königsfamilie zu schädigen und aufgrund glücklicher Umstände den Fängen von Mr. Holmes entfliehen konnte. Glückliche Umstände. Damals haben wir es uns nicht nehmen lassen, Holmes indirekt der Mittäterschaft zu bezichtigen. Naja. Für jemanden, der sich mit Mr. Holmes hinreichend auseinandergesetzt hat, ja, ist es offensichtlich, dass er vielmehr ein Opportunist
und gerissener Täuscher als ein selbstloser Hüter des Gesetzes ist. Ich möchte Sie, liebe Leser, an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Beschreibung dieses Gentlemans in den Geschichten seines Freundes Dr. John Watson nur sehr wenig mit der Realität zu tun hat. Haben. Ist klar. Eieiei. Er gilt gegenüber der Polizei und insbesondere gegenüber Inspektor Baines, der gleichzeitig den erkrankten Inspektor Letrade vertritt, als selbstgefällig und hochnäsig. Im Übrigen soll er regelmäßig Rauschgift zu sich nehmen, darunter Kokain und Heroin. Aus diesen Gründen, liebe Leser, sollten die Verdienste seiner Vergangenheit nicht berücksichtigt werden, wenn sie sich eine objektive Meinung bilden wollen, damit auch sie sich folgende angemessene Fragen stellen können. Handelt es sich bei der Halskette, die Holmes vorgefunden hat, bereits um eine Fälschung? Wenn ja, warum hat er nicht erwähnt? Warum hat er das Schmuckstück persönlich in den Schrank gelegt? Ist der Detektiv in diese unheilvolle Angelegenheit direkt verwickelt? Handelt es sich um ein ausgeklügeltes Täuschungsmanöver, um die außergewöhnliche Halskette stehlen zu können? Werte Leserschaft, nun ist es Ihnen, sich Ihre ganz persönliche Meinung zu bilden. Aber seien Sie versichert, dass ich nichts unversucht lassen werde, um die zweifelhaften Methoden und Beweggründe einer Person an die Öffentlichkeit zu bringen, die vielleicht schon bald als Sherlock Holmes der gefallene Detektiv in aller Munde sein wird. Fortsetzung folgt. Nein. Prinz Woodwill, ein französischer Dudelsackspieler und Experte auf kulinarischem Gebiet, könnte unser nächster König werden. Ich denke, es gibt Schlimmeres, mein lieber Freund. Sie wissen genau, welchen Artikel ich meine, Holmes. Wie kann Farley es wagen, Sie so zu verunglimpfen und damit Ihren Ruf zu schädigen? Ach, wissen Sie, Watson, wo Ruhm und Ehre walten, ist Neid nicht weit. Und was die Fälschung der Halskette betrifft, werden wir vermutlich schon bald Klarheit erlangen. Kommen Sie herein, Inspektor Baines, die Tür ist offen. Tja. Ah, Mr. Holmes, woher wussten Sie, dass ich hier bin? Sie gehören zu den wenigen Besuchern, die die letzte Stufe der Treppe überspringen. Sie knarzt fürchterlich. Und dann ist da das Klimpern der Handschellen an Ihrem Gürtel. Was verschafft uns die Ehre Ihres Besuchs, Inspektor? Haben Sie das Schmierblatt gelesen? Ehrlich gesagt, wir sagen die Wahrheit. Inspektor, ich nehme an, dass Sie die gefälschte Halskette bei sich haben. Deswegen sind Sie doch hier, nicht wahr? Ihre Vorgesetzten wollen, dass ich sie mir einmal genauer ansehe. So ist es. Sie sollten entweder bestätigen oder verneinen, dass Sie diese Fälschung in den Schrank gelegt haben. Kann das nicht warten? Lord Peregrine Maitland, Bischof von Knightsbridge, empfängt mich. Kommt jetzt das Gleiche? Inspektor, ich nehme an, dass Sie die gefälschte Halskette... Kann das nicht... Na gut, Verleumdung. Inspektor, können Sie sich diese Verleumdung erklären? Wurde die samoanische Halskette wirklich mit einer Fälschung vertauscht? Ich weiß nicht, wie der Journalist an diese Information gelangt ist, aber es ist wahr. Dennoch, ich würde natürlich niemals die Integrität von Mr. Holmes in Frage stellen. Die Halskette ist eine Fälschung? Unmöglich. Der Marquis hat ihre Echtheit vor meinen eigenen Augen bestätigt, bevor Holmes sie in den Schrank gelegt hat. Mr. Holmes, der Marquis schenkt der Theorie von Osmond Farley Glauben. Ich wäre nicht überrascht, wenn dieser Kerl selbst hinter dieser Verleumdungskampagne stecken würde. Er arbeitet als freier Journalist und ist berüchtigt für seine reißerischen und unsachlichen Artikel. Auf jeden Fall hat uns der Marquis versichert, dass Sie die letzte Person waren, die die Halskette in den Händen gehalten hat. Wir müssen zurück zum Marquis, Holmes. Ich bin mir sicher, wir können diese Theorie mit Leichtigkeit widerlegen. Das ist nicht nötig. Anschuldigungen wie diese fallen irgendwann von selbst in sich zusammen, so wie Mrs. Hudsons Soufflés. Außerdem gehört dieser Fall der Vergangenheit an und wir müssen uns auf das konzentrieren, was jetzt gerade ansteht. Vielleicht haben Sie recht, Holmes.
Also was blau ist, treibt die Story weiter und das andere nicht. Und was ist mit der Marquise? Sie ist außer sich. Schließlich steht die Hochzeit ihrer Tochter kurz bevor. Und bei der Halskette handelt es sich um die wichtigste Brautgabe der jungen Frau. Das sind ja rosige Aussichten für die Ehe. Holmes, verzeihen Sie, aber sollten Sie nicht wenigstens einen Blick auf die gefälschte Halskette werfen? Watson, ich habe eine Verabredung und es steht außer Frage, dass ich verspätet eintreffe. Es dauert auch nur ein paar Minuten. Sie müssen die Anschuldigungen dieses unverschämten Artikels unbedingt entkräften. Wenn Sie mir erlauben, Inspektor. Gerne. Also gut. Ach. Fress du jetzt, Mann. Schade. Na gut. Finden Sie heraus, ob die Halskette eine Fälschung ist. Alles klar. Ich sag dir schon, dass das eine Fälschung ist. Guck dir das an. Diese Perle hat eine andere Farbe. Ja, hier oben. Diese drei Perlen sind von schlechterer Qualität. Ja, hier guck dir die Perle an, dumme Kuh. Diese Perle ist zu klein, sie gehört nicht an diese Stelle. Zu viele Unstimmigkeiten, diese Halskette ist eine Fälschung. Man sieht auf den ersten Blick, dass es sich nur um eine billige Kopie handelt. Der Fälscher muss gewollt haben, dass sie als solche erkannt wird. Wie konnten wir uns nur von einer derart offensichtlichen Fälschung täuschen lassen? Ich verstehe das nicht. Ja, wie ist das möglich? Holmes, haben Sie eine Theorie? Ich kann es mir nicht erklären. Sie haben darauf bestanden, dass ich die Halskette untersuche und das habe ich getan. Nun ist es wichtig, dass ich meine Verabredung wahrnehmen kann. Ich bin mir sicher, Sie werden etwas Klarheit in die Sache bringen, Inspektor. Holmes. Sie können mich begleiten, wenn Sie möchten, Watson. Auf Wiedersehen, Gentlemen. Ich halte Sie bezüglich meiner Ermittlungen auf dem Laufenden. Auf Wiedersehen, Inspektor. Sie haben einen Bischof erwähnt. Statten wir ihm zu Hause einen Besuch ab? Ja. Ich habe den Wohnort des Bischofs von Knightsbridge auf unserer Karte von London eingezeichnet. Sie liegt auf meinem Tisch. Würden Sie sie bitte holen? In Ordnung, Holmes. Yes. Man spielt beide, so wie sonst. Wie im anderen Spiel auch. Geil. Sie liegt auf meinem Tisch. Mein Tisch. Ah, geil. Da kommt sein Outfit. Wie ich liebe es. Naja, gut. Anscheinend kann man nicht mehr so viel erkunden wie damals. Ich habe gerade was gesehen. Habt ihr es auch gesehen? Hier schreibe ich die Abenteuer von Holmes nieder. Es gibt immer viel zu tun. Jo, ist klar. Da. Krankenhäuser und Hospitäler in London. Oh. Arzt für Allgemeinmedizin. Das brauche ich nicht. Weibliche Anatomie. Dieses Buch sollte ich woanders hinstellen. Oh ja, mein Schlafzimmer. Oder in die Toilette. So verfährt mein lieber Freund und Kollege mit der Korrespondenz seiner Klienten. Hä? Waren wir schon. Ist das die Karte? Ich will die Karte noch nicht aufheben. Nein, es ist die Karte. Der Arbeitstisch, auf dem Holmes seine Analysen durchführt. Ich hätte denken müssen. Ja, die Schussübungen vom Holmes sind auch nicht die besten. Eine von Holmes selbst gebaute Analysevorrichtung. Ja, heute sehen alle so aus. Alles klar. Ich habe die Karte gefunden. So, das ist hier Baker Street und hier geht's in die Stadt.
Das ist immer noch gleich geil. Die Polizei? Wie kann das sein? Woher wissen Sie? Können wir den Bischof von Knightsbridge sehen? Ja, ja, natürlich. Aber kommen Sie doch rein. Aber kommen Sie doch rein. Was ist vorgefallen, Reverend? Was ist los? Ich weiß es nicht. Es muss gestern Abend passiert sein. Ich bin gerade erst gekommen und habe dann gleich diese makabre Entdeckung gemacht. Mein Gott, wie furchtbar. Ich habe noch niemanden informiert. Woher wussten Sie, dass... Holmes, sehen Sie! Der Bischof. Auf schreckliche Weise verstümmelt. Wie entsetzlich. Verstümmelt und getötet. Er war ein guter Mensch. Wie konnte ihm nur jemand so etwas antun? Sehen Sie, er ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Welches Kind Gottes kann zu solch einer Tat fähig sein? Ganz offensichtlich jemand, der Gottes Führung nicht würdig ist, Reverend. Bitte beruhigen Sie sich und versuchen Sie, sich zu konzentrieren. Wir brauchen Ihre Hilfe. Welches Motiv könnte es für diese Tat gegeben haben? Ich hatte noch keine Zeit, mich genau umzusehen, aber auf den ersten Blick scheint nichts gestohlen worden zu sein. Außerdem hat seine Exzellenz ohnehin keine Wertgegenstände besessen. Tja, ansonsten wüsste ich nicht, was ich Ihnen noch sagen könnte. Notieren Sie das bitte, Doktor. Doktor? Sie sind gar nicht von der Polizei? Nein, Reverend. Mein Name ist Sherlock Holmes und das ist Dr. Watson. Wir sind auf Gesuch des Bischofs hier. Wenn das so ist, muss ich Sie leider bitten, nichts anzurühren und zu gehen. Ich muss mich unverzüglich mit der Polizei in Verbindung setzen. Wenn die Beamten von Scotland Yard nicht weiter wissen, was nicht selten der Fall ist, das versichere ich Ihnen, ziehen Sie für gewöhnlich meine Hilfe zu Rate. Wenn Sie uns weiter forschen lassen, werden Sie die Antworten auf all Ihre Fragen bekommen. Das kommt nicht in Frage. Ich kenne Sie ja nicht einmal. Ich werde die Polizei rufen, ob Sie wollen oder nicht. Es wäre für alle besser, wenn Sie nicht die Beherrschung verlieren, Reverend. Watson, machen Sie sich Notizen? Die ganze Sache verspricht komplex zu werden. Wir dürfen nicht das kleinste Detail übersehen. Ja, Holmes, ich schreibe alles akribisch mit. Außerdem habe ich mir ein Deduktionssystem ausgedacht, das uns das Ziehen von Schlussfolgerungen erleichtert. Eins ist schon mal sicher. Das Verbrechen wurde nicht aus Habgier begangen. Der Reverend hat gesagt, dass ganz offensichtlich nichts Wertvolles entwendet wurde. Und in der Tat scheint der Bischof nichts besessen zu haben, was Raub als Motiv zulässt. Sehr gut, Watson. Fahren Sie fort. Okay, ich muss ganz kurz... Ja. Da gibt es ja nur eine Auswahlmöglichkeit. Ich habe ein Problem mit meiner Maus gerade. Irgendwie funktioniert meine Maus nicht. Also das hier funktioniert, aber Computermaus ist irgendwie nicht da. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Muss mal ganz kurz aufstehen. Entschuldigung. Dauert nur ein paar Sekunden. Drück Knöpfchen hier, drück Knöpfchen da. Ah, da ist sie wieder. Also, alles klar. So, weiter geht's. Zack, zack. Fangen wir doch mal hier an. Oh, alles klar. Mordwaffe gefunden. Ein Skalpell. Blut verschmiert. Fängt immer gut an. Ah, da draußen sind Haustiere. Dann. Spaß. Das Porträt von Peregrine Maitland. Kommandant der Gardeschützenbrigade ihrer Majestät in Waterloo. Der Bischof von Knightsbridge trägt den gleichen Namen wie sein Vorgänger. Eine angesehene Familie. Aber echt. Oh nein, nicht jetzt. Reverend? Mir fehlt etwas, womit ich diesen Tresor öffnen kann. Können Sie mir sagen, wo ich fündig werde? Nein! Fahren Sie zur Hölle! Was befindet sich in dem Tresor? Wovor haben Sie Angst, Reverend? Ich habe vor gar nichts Angst. Und in der Tat, ich habe, was Sie brauchen, um den Tresor zu öffnen. Aber ich vertraue mich nur einem Gesetzeshüter an und niemandem sonst.
Alter, ich geb dir gleich auf dein Maul, Alter, auf deine kleine, fette, deine Pussy. Du Scheiße. Mit dieser Nadel lässt sich der Bußgürtel festmachen. Der Bußgürtel? Was ist ein Bußgürtel? Eine Peitsche? Sieht mir eher nach einem Werkzeug zur Selbstgeißelung aus. Ja, eine Peitsche. Das ist ein Bußgürtel, der dem Träger Schmerzen bereiten soll. Der Bischof hat ihn wohl getragen. Dieser äußerst fromme Mensch hatte wohl die Angewohnheit, seinen Leib aus Gründen der Buße zu peinigen. Das ist ein Bußgürtel, der... Ist klar. Ah! Hä? Kann man nicht nehmen? Nein. War doch was auf dem Boden. Ein zerbrochenes Fläschchen mit Blut nahe des Flaschenhalses. Was für ein merkwürdiger Geruch. Puh, das müssen chemische Inhaltsstoffe sein. Ist jetzt nicht, ja. Der Ofen ist randvoll. Eine Whiskyflasche. Man kann darauf Fingerabdrücke aus Blut und Schmutz erkennen. Blut. Eine Whiskyflasche. Das andere. An dem Briefbeschwerer klebt Blut. Blut. Lässt sich nicht öffnen. Alles klar. Merkwürdig. Die Tür zum Nebenraum wurde nicht gewaltsam geöffnet. Reverend, dürfte ich den Schlüssel haben? Nein, Sie haben hier keinerlei Befugnis. Ich rufe die Polizei. Vielleicht sollten wir besser auf ihn hören, Holmes. Vielleicht sollten Sie mich besser weitermachen lassen, Watson. Watson. Diese Tür wurde nicht gewaltsam geöffnet. Wohin führt sie, Reverend? In die Gemächer seiner Exzellenz. Allerdings befinden sich dort nur eine Matratze und ein Hocker. Alles klar. Mal gucken. Was ist denn hier Schönes? Oh, eine Matratze. Die Schlafgemächer des Bischofs. Sehr bescheiden eingerichtet. Hier ist nichts Interessantes. Ja, hätte ich auch gesagt. Der Bischof. Das sieht mir sehr tot aus. Sein Gesichtsausdruck offenbart, dass er fürchterlich gelitten hat. Sein Mund ist voller Blut und zwischen seinen Zähnen sind Hautfetzen zu erkennen. Gesicht. Seine Brust weist Schnittwunden auf. Ich würde sagen, von einer sehr scharfen und feinen Klinge. Es besteht kein Zweifel. Die Verletzungen wurden dem Bischof mit diesem Skalpell zugefügt. Oh ja. Blut an der Weste. Hey. Der hat keine weiße Weste. Oh. Seine Finger weisen Spuren extremer Gewalt auf. Oh ja, ziemlich gebrochen. Seine Finger weisen Spuren extremer Gewalt auf. Entschuldigung. Ziemlich erkältet. Sein Bauch ist mit Kratzern übersät. Ganz offensichtlich sind sie aber nicht frisch. Diese Verletzungen haben also nichts mit dem Mord zu tun. Ja, das glaubst du. Nee, okay. Das sieht mir ziemlich aus, als hätten wir jetzt hier alles an dem Bischof. Der Fotze. Was ist denn hier noch? Ah! Komm her. Seine Unterarme wurden aufgeschnitten und Teile der Haut abgerissen. Was meinen Sie, Watson? Ich würde sagen, er wurde bei lebendigem Leibe verspeist. Mir sind übrigens ungewöhnliche Zersetzungserscheinungen am Hautgewebe um die Wunden herum aufgefallen. Mein lieber Freund, alles deutet darauf hin, dass dieser Mann in seine eigenen Unterarme gebissen hat. Das ist unglaublich, Holmes. Oh ja.
Also, wie war das mit dem Tresor? Sie haben nicht das Recht, hier herumzuschnüffeln. Nein. Okay. Das Problem ist, kriegen das nicht auf. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Lässt sich nicht öffnen. Die Spuren zeigen, dass die Diebe versucht haben, diesen Tresor zu öffnen. Ja, schön für dich. Aber wenn ich... Kack. Aua. Ist klar. Moment. Den Quatsch mal an. Das ist immer noch nicht fertig ausgelootet. Eine zerbrochene Whiskyflasche. Allerdings war der Bischof von Knightsbridge für seine kompromisslose Abstinenz bekannt. Wie es scheint, standen die Kerle, die den Bischof zu Tode gefoltert haben, unter dem Einfluss von Alkohol. Achso, ich kann mich bewegen. Ist klar. Das ist immer noch nicht fertig ausgelootet. Also Bauchbereich ist fertig. Hose ist offen. Moment. So kann ich das nicht. Ach komm. Ein Stück Seil, mit dem dieser arme Mann gefesselt wurde. Unten oben. Ja, ich habe da noch was gesehen. Ich fall um. Füße. Oh. Ein Finger. Aber ganz offensichtlich nicht von den Händen des Bischofs von Knightsbridge. Wie entsetzlich. Diese Verbrennungen sehen schlimm aus. Ja, muss ich mal sagen. Seine Füße wurden verbrannt. Auf den ersten Blick würde ich sagen, er hatte Schuhgröße 9. Entschuldigung. Aber welche Rolle spielt das schon, Holmes? Ja, welche Rolle spielt das, Holmes? Oh, was haben wir da gefesselt? Dieser arme Mann wurde bis unterhalb der Knie gefesselt. Sicher unter anderem, um ihn am Weglaufen zu hindern. Aber hauptsächlich, um seine Schuhe ausziehen zu können. Mein Gott, Holmes. Dieser Mann wurde auf schreckliche Weise gefoltert. Jo. Wurde. Also Füße fertig. Mittel, Oberkörper fertig. Ich meine, hier ist nichts mehr. Hier fehlt etwas. Ach ja? Und was könnte das sein? Seine Schuhe. Watson, seine Schuhe fehlen. Ja, genau. Seine Schuhe fehlen. Lässt sich nicht öffnen. Moment, lass mich durch. Ja, genau. Ein Mensch trägt ja Schuhe. Sie haben nicht das Recht, hier herumzuschnüffeln. Ja, ja. Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Ich frag dich. Was sollen wir als nächstes... Ich kann jetzt nicht gehen. Ich weiß. Ja, ich weiß doch. Lässt sich. Ich brauche. Sie haben nicht das Recht, hier herumzuschnüffeln. Ja, genau.
Sie haben nicht das Recht, hier herum...